kennt. Und das ist der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, Epidemiologe und SPD-Gesundheitspolitiker. Karl Lauterbach, zu einem zu sagen, aber zum zweiten eben Boosterimpfung so schnell wie geht. Karl, du machst das irgendwie genial. Denn für einen, der nicht hübsch ist und nichts kann, bist du echt ein sehr gefragter Mann. Karl, man fragt dich wirklich jedes Mal. Tritt das Virus in Erscheinung, nach deiner Expertenmeinung. Oh Karl, ist es irgendwie fatal? Jeden Tag hast du eine Strähne, was sind CV als Panik, Sirene. Oh Karl, du warst nicht die erste Wahl, suchte sich die Ampelkoalition. Denn das hat für Mott die süßen Sohn, geht die Prognose auch mal in die Hose. Scheißegal, es gebe die Profilneurose. Denn was macht der Turm schon, ist man Gesundheitsökonom. Das Mundwerklose schmeißt sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Markus Lanz gesehen. Es ist nicht gerade ideal. Ich weiß schon morgens ganz genau, ich seh dich heute wieder öfter als meine Frau. Karl, ich denke mir so manches Mal, wärst du nicht so oft im Plan, würden die Weiber dir die Bude einrennen. Oh Karl, die Zähne sind nicht optimal, am besten lässt du sie mal richten und gönnst dir dann ein paar Bettgeschichten. Oh Karl, das entspannt dich dann total und so musst du nicht mehr klagen. Zwar in deiner Meinung sagen, geht die Prognose auch mal in die Hose. Scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was sagt der Turm schon, ist man Gesundheitsökonom. Das Mundwerklose schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Anne Will gesehen. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn alle doch im Fernsehen gesehen.